Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Dönerbude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Emerald Randomizer Challenge. Ich war gerade eigentlich auf dem Weg zurück zum Berg, weil ich in der letzten Folge ja am Ende blöderweise wieder durch eine Einbahnstraße in Metaross City gelandet bin. Jetzt wollte ich den Weg über diesen Tunnel nehmen, denn mit Rock Smash kann man hier schnell wieder in die Stadt der dritten Arena kommen. Und als Dank, dass ich den Felsen zerstört habe, gibt der Typ mir einfach Stärke. Jetzt kann ich dich immer sehen, ja. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Trainer-Battle will ich aber auch reinnehmen. Wisst ihr was, ich lasse den Teil hier jetzt allgemein mal drin, weil allgemein... Wir hatten hier ja... ihr habt das hier noch nicht gesehen. Und ich auch nicht. Ja. Wirklich sehr sinnvoll. Aber ich werde auf jeden Fall, sobald ich wieder am Berg bin, noch einen Cut machen, weil eigentlich wollte ich mir... Wo bin ich denn jetzt? Moment. Warte, ich habe hier gerade die Bearbeitung offen. Oh, ich bin zu behindert zum Bearbeiten. Nochmal. Können meine Pfeile... Alter, ich bin gerade echt zu blöd, sorry. So. Der Typ sucht seine Brille. Seine Brille. Ne? Der Typ sucht... ich verliere den Glauben an die Mensch. Okay, hier ist ja gar nichts. OKP-Boost. Nee, ich will aber auf jeden Fall noch, wenn ich beim Berg bin, Cut machen, weil eigentlich wollte ich da die Folge... Ah ja, hier ist die Stadt, in der, Wally heißt er normalerweise nur auf Englisch. Ich weiß gerade den deutschen Namen nicht. Auf jeden Fall lebt er da. Aber ihn besuchen werde ich jetzt nicht. Und das Ding benutzt einfach Verfolgung. Dafür gibt's einen Donnerblitz. Steckdose kriegt ein Level. Das weiß ich noch aus der letzten Folge. Da wusste ich nämlich schon nicht, was das ist. Hier werde ich jetzt auch... Alter, wie das aussieht! Überall rennen irgendwelche Typen rum! Hä? Hier kann man Pokémon züchten. Was mich jetzt echt mal interessieren würde. Ich habe keine Ahnung von Eiergruppen. So, jetzt bin ich hier beim Berg. Ich hatte gerade noch mal kurz probiert, wie es mit dem Pokémon züchten funktioniert in der Randomizer offscreen. Aber ich glaube eben, da es gerandomized ist, ist das so, funktioniert nicht. Ich denke, dass ich da, wenn dann das Glück haben müsste, dass die Pokémon, die ursprünglich anstelle der Pokémon, die ich jetzt bekommen habe, gespawnt sind, dass die dieselbe Eigruppe hätten. Ja, und dann bin ich eben jetzt zum Berg gelaufen, habe meine Aufstellung innerhalb des Teams verändert, sodass jetzt... Eigentlich sollte das hier so rum sein. So. Ich will mich jetzt auch ein bisschen beeilen. Das will ich eigentlich mal nicht überspringen. Ich will mich ein bisschen beeilen, ansonsten verbrennt mir meine Pizza. Hier kämpfen Team Aqua und Team Magma Keks gegeneinander. Hier kämpft ein toller Team. Na, oh, Günther, ich hätte wissen sollen, dass du kommst. Guck selber, was diese Spacken hier machen. Die versuchen, die Kraft des gestohlenen Meteoroiden in den Vulkan zu übertragen, damit der Vulkan ausbricht.
Oh mein Gott, was für Keks. Wahrscheinlich denken sie, das ist Tomatensuppe. Sieht nämlich so aus. Doppelkampf. Gegen zweimal Team Magma. Okay. Only Stahl und Flugkäfer. Ja, ich würde einfach mal sagen, so, Sichlor dürfte weg sein. Ja, also ich meine, wenn man bedenkt, dass du ja eigentlich noch keinen richtigen Angriff hast, gerne. Ja, das war's dann auch mit euch. Nächster Team Magma Keg. 4 Pokémon, okay. In so einer Randomizer könnte das ziemlich schwierig werden. Ich habe nicht geguckt, was er hat. Okay, perfekt, dass ich drin geblieben bin. Vierfach Schwäche for the win. Nein, ich wollte drin bleiben. Wenn du nicht bei mir mitkommen willst, warum dann bei Team Magma? Ach stimmt, weil Magma, Feuertyp, ne? Ja, da gehe ich jetzt mal raus. Unlicht und Eis. Guckt euch das an. Das Ding brennt. Stimmt, Kampf wäre sogar noch stärker gewesen. Okay. Dann. Die Kraft, die den Meteoriten enthalten war. Dadurch, dass wir diese dass wir die Maschine damit betreiben, wird die Aktivität des Vulkanes intensiver. Die Energie wird tief in den Krater gehen und... Wer bist du? Ich hab gehört, dass... wie heißt der nochmal auf Deutsch? Scheiße. Ich hätte fast nachgeguckt, aber während ich Team Aqua Boss in die Suchleiste eingegeben habe, ist mir wieder eingefallen. Ich habe gehört, dass Adrian irgendwann ein Kind gerät hat, das Team Aqua genervt hat. Das musst du gewesen sein. Also willst du auch uns nerven? Na, hör mir zu. Vor langer Zeit haben lebende Dinge gelernt, an Land zu leben und zu wachsen. Deswegen ist das Land so wichtig. Es ist der Ursprung von allem. Deswegen hat sich Team Magma entschieden, die Landmasse zu erweitern. Das ist für Menschen und Pokémon gut. Und dafür brauchen wir die Kraft, die in diesem Berg schläft. Ach, du kapierst eh nicht. Ich werde dir die Konsequenzen da zeigen dafür, dass du dich mit uns anlegst. Und fetter Kampf. Gegen Team Magma Leader. Wie auch immer du nochmal auf Deutsch schießt. Englisch weiß ich. Beginn halt noch krasser. Oh, ich dachte, ich wäre overleveled, aber wenn ich den so sehe. Die Musik mag ich. Deswegen mache ich mal auch nicht schneller in diesem Kampf. Und um ein bisschen mehr episch reinzubringen, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht damit rechne, dass der Kampf sonderlich schwer wird. Ich meine, das Ding macht mir mehr Schaden, als ich dachte, aber ey, willst du mich jetzt verarschen? Wie unnötig ist denn das? Der heilt einfach sein freaking Kramurx! Heilst du es nochmal? Nein, echt nicht. Aber das Ding hat Günther jetzt schon ziemlich runtergehauen. Starmie. Das ist echt kein schwaches Pokémon. Du hast mehr drauf als die meisten der sonstigen Trainer, die ich in letzter Zeit treffe. Aber Steckdose, du schaffst das hoffentlich. Schön outspeeden. Ja! Woo! Sehr schön. Blitzer ist
Nice! Tyrann geht auf 23. Formio! Wirklich? Formio? Okay, ich hätte auf Kamerupt wechseln können. Das hat eine Kampfattacke, aber... Puderschnee. Naja, ein gutes Pokémon hatte der Typ, aber alles in allem nicht stark genug. Ja, der bringt dir jetzt auch noch viel. Und diese Animation war ja mal übel kacke. Das sah aus, als wäre Missing No gerade gekommen. Oh kacke, der heilt nochmal. Okay, auch wenn die Musik gut ist für... Ich wollte eigentlich nicht nochmal Quick Attack benutzen. Scheiß drauf. Ja. Gewonnen. Was? Ich wurde besiegt. Oh ja, gib mir die Kohle, Diggi. Genug. Ich werde mich für dieses Mal verziehen. Aber denk nicht, dass es das letzte Mal ist, dass du Team Magma gesehen hast. Auch ohne den Meteoroiden besitzen wir den Orb. Mal mehr als was ist das? Im Deutschen hat der dieses nicht. Günther, danke. Mit deiner Hilfe haben wir Team Magmas Plan verhindert. Aber auf welcher Seite stehst du? Ach, scheißegal. Wir werden weiter unsere Jagd auf Team Aqua fortsetzen. Vielleicht sehen wir uns wieder. Auf welcher Seite ich stehe? Walross. Walrosse leben an Land und im Wasser. Ich kämpfe gegen beide Teams. Das ist die beste Begründung. Walross! Hey, Alter. Ich verkaufe dir einen Keks. Der heilt Statusprobleme. Ich nehme mir noch ein paar. Und zwar jeder Art. So, nächste Route. Oh, wollte der nicht kämpfen? Sein Pech. Ein ganz unauffälliger Stein, wo ein Team Magma-Typ vorsteht. Hat sich... Ich wollte nicht runter. Hier braucht man das richtige Warte, welches hatte ich nochmal? Falscher Knopf. Natürlich das Falsche, das Speedrad. Ein Kleinstein. Ich hab wieder nicht drauf Oh, wow. Entspann mal deine Basis. Ja, das wusste ich zwar gerade nicht, aber habe dich mir erschließen können. So, Günther kriegt... Alter, könnt ihr mal aufhören, mich allein zu speichern? Ich will nichts von euch. Oh, ein Glück, dass Günther noch draußen. Ich habe echt Glück in so Doppelkämpfen. Immer eins meiner Pokémon kann eins der Gegner kontern und das andere. Da bin ich echt lucky. Jetzt habe ich hier die Encounter nicht gesehen. Das ist natürlich mies. Uff. Günther kommt langsam in einen knappen KP-Bereich. Ich weiß ja nicht. Deswegen bleibe ich drin. Locker. Junge. Ich will euch nicht alle registrieren. Das Problem ist, dass Tyrann immer noch nicht wirklich gute Attacken hat. Wenn ich nach rechts gehe, würde ich übrigens wieder normalerweise in die Nähe von der dritten Arena kommen. Aber jetzt bin ich in der nächsten Stadt mit heißen Quellen. Hier ist der Eingang. Gibt's hier Items? Ich glaube, hier gibt's irgendwo Items. Eisheiler. Sehr schön.
Perfekt. Ich hab ein Ei. Das Ei will ich, um zu gucken, ob das geskriptet ist, was da rausschlüpft. Ich leg mal hier Fragezeichen, man. Für einen Moment ab, aber ich werde das Ganze sowieso jetzt instant machen. Offscreen. Okay, ich hab das Ei. Fuck. Obwohl, ja, okay, ist nicht so schlimm. Ich bleib jetzt einfach mal onscreen. Jetzt will er kämpfen. Sowas hatte ich mir schon gedacht. Ja, jetzt habe ich zwar ein Pokémon nicht dabei, aber komm. Deswegen werde ich jetzt nicht gleich gegen solche Gegner verlieren. Zu Beerus kann ich gar nichts sehr Effektives gegen haben. Oh, nur 5. Ja, so will ich das. Und jetzt hier mal gucken. Oha. Evoli, ich mag Evoli. Ich habe auch ja eine Weiterentwicklung schon im Team. Ja, hier sind coole Pokémon. Hier sind schon coole Pokémon. Wow. Ich renne hier nochmal 2 Meter und treffe nochmal ein 4-Non-Tor. Und einen Kader. Noch ein Encounter. So. Lass mich bitte gehen. Nein, diesmal bin ich eingeschlafen. So, und diesmal passe ich besser auf. Hier ist übrigens die nächste Arena. Die machen wir dann in der nächsten Folge. Für heute werde ich nur noch das Ei ausbrüten. Ich glaube, ohne Fahrrad ist das noch ein bisschen besser, weil ich dann ein bisschen kontrollierter noch laufen kann und nicht immer nur auf diesen 2 Metern da hin und her. Mann, ich habe Angst, dass wenn ich jetzt das Fahrrad auspacke, ich wieder aus Versehen zu weit knall. Warte, ich glaube, hier ist ganz gut. Es wird bald schlüpfen. Und es ist Isso. Ich glaube, eigentlich ist es kein Isso, was man hier bekommt, aber brauchen tue ich es trotzdem nicht. Meine Pizza beginnt zu riechen. Ja, heute dann mal eine kürzere Folge. Wie gesagt, vorproduzieren heute. Geht auch mal nicht dran, so lange, denke ich. In der nächsten Folge kommt dann die Arena dran, auch wenn ich mir ehrlich gesagt keine großen Sorgen mache, dass es nicht klappt. Obwohl, naja, denken wir an den letzten Arena-Leiter. Also, gucken wir einfach, wie es wird. Wir sehen uns dann wieder. Ciao. Bitte was? Das Ding ist mit Level 5 aus dem Ei geschlüpft. Abonnieren.